Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Es ist spät. Ich möchte kurz auf einen Aspekt hinweisen. Die Punkte 1 bis 3, die sich mit der Stauffenbergallee befassen, die sind ja unschädlich. Das Tofu oder der Pfeffer oder das, was potenziell gefährlich ist und worüber auch, ich bitte, dass Herr Hilbert da auch drüber nachdenkt, sollte dieser Antrag beschlossen werden, ist, es soll ja ein anderer Standpunkt als da in Übigau an der Autobahn gefunden werden. Der Standort da an der Autobahn neben dem Elbepark ist eigentlich komplett unschädlich. Wir reden über 200, 300 Lkw am Tag. Es ist eine Autobahnausfahrt, es ist ein Gewerbegebiet, es ist eine riesige Fläche. Die Lkw dürfen sowieso nicht in die Wohngebiete reinfahren, weil da sind Lkw-Einfahrt verboten, Umweltzone. Das heißt, das Einzige, was die CDU will, ist den Zollhof weg von dieser Stelle haben. Und es gab auch schon mal eine Untersuchung auf Dresdner Gebiet. Und auf Dresdner Gebiet ist halt nichts gefunden worden. Und jetzt sagt der Punkt 4, man soll zusammen mit Bund und Land einen alternativen Standort suchen. Das heißt, dass eventuell der Zollhof außerhalb der Dresdner Stadtgrenzen und eventuell sogar weiter weg sein könnte. Und es ist für Unternehmen, Betriebe, die einen Zollhof brauchen, nicht gerade einfach, wenn sich der Zollhof dann in Hoyerswerda befindet, weil da kommt man nun mal nicht so einfach hin wie bis zum Elbepark. Das heißt, denken Sie drüber nach. Die Dissidentenfraktion, sollte sie denn mir folgen, ich bin ja noch 3 Tage Vorsitzender, wird Punkt 1 bis 3 zustimmen und 4 ablehnen. Dankeschön.